Hallihallo, liebe Leute, und seid gegrüßt. Ja, nach langer Zeit wollte ich auch mal wieder ein kleines Lebenszeichen von mir geben. Ja, Leute, ich weile noch unter den Lebenden. Ich habe ja jetzt lange Zeit keine Videos hochgeladen und überhaupt irgendwie was hochgeladen. Ja, zum Teil lag es auch daran, erstens, es war zu warm, zweitens, vor 3,5 Wochen kam ich ins Krankenhaus. Mir musste die Gallenblase rausoperiert werden, ich hatte zu viele Steine. Und drittens, ich wollte jetzt in dem Fall erstmal entsprechend noch mich ein bisschen ausruhen, weil die Operation war entsprechend auch mühselig. Also sprich, ich hatte erst noch ein bisschen Schmerzen. Mittlerweile geht's mir einigermaßen besser, deswegen hört ihr wahrscheinlich auch raus. Mir geht's mir eigentlich recht gut, top fit, alles und so weiter und so fort. Deswegen wollte ich mit diesem Video auch sagen, ich bin bald wieder da für euch. Allerdings müsst ihr euch auf jeden Fall noch etwa eine Woche gedulden, weil erst dann werde ich wahrscheinlich wieder vernünftig zum Aufnehmen kommen. Sprich, dass spätestens nächstes Wochenende auf jeden Fall wieder Videos hochgeladen werden. Ich habe zwar noch ein Tales of Destiny Video, aber das habe ich mir extra auch aufgespart hochzuladen. Weil wenn ich das hochgeladen hätte und dann eine Zeit lang nichts hochgeladen hätte, ich würde sagen, es wäre ein mieser Cliffhanger, sagen wir es so. Und deswegen habe ich diesen Part da auch erstmal noch aufgespart, dass ihr ihn etwa wisst. Aber ich wollte euch noch ein paar Sachen erklären, deswegen werde ich mir jetzt einfach mal nebenher dieses Spiel spielen. Mal gucken, ob ich in diesem Video auch mit diesem Spiel durchkomme. Ich muss sagen, seit ich dieses Spiel kenne, ist das eigentlich einer Lieblings-Game-Spiele geworden. Das ist ziemlich cool. Ich habe damals auch so einen 128-in-1-Modul gehabt. Also auch so einen nicht lizenzierten 128-in-1-Modul, was wir mal aus dem Mallorca-Urlaub hatten. Das war aber schon Jahre her. Ich habe das Spiel, also das 128-in-1-Modul nicht mehr, aber das Spiel Battlegrounds habe ich mir vor kurzem erstmal wieder geholt. Einfach weil es cool ist. Das ist ein schönes Highscore-Spiel. Ist nicht besonders umfangreich, ich glaube nur 40 Level hat das, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Hier gibt es teilweise Abkürzungen, man kann hier sämtliche Sachen teilweise abpusten. Das ist einfach zu Punkte sammeln und halt die Blase immer zum Ziel zu dirigieren. Ups. Teilweise gibt es ja auch miese Sachen, wo man aufpassen muss, weil die Blase natürlich über einer Kerze zerplatzt. Also man muss hier teilweise sogar auch, oh scheiße, logisch denken. Ich habe aber damals auch lange gebraucht, um zu wissen, wie diese Kerze hier ausgeht und dass man da überhaupt einen Weg finden kann. Genauso wie das hier, dass man die... Moment, das könnte man auch hier. Nicht? Okay, ich dachte, den Hasen könnte man auch umpusten, aber geht wohl nicht. Gut. Aber wie gesagt, diesen Ventilator müssen wir auch was machen, weil sonst wird die Blase einfach mal nach hinten gepustet und so geht ein bisschen nach oben. Aber ich glaube, ich habe sogar damals einen Trick gefunden, um diesen Ventilator einfach mal aus dem Weg zu gehen. Wenn wir eine bestimmte Anzahl Level geschafft haben, habt ihr ja gerade mitgekriegt, kriegen wir ein Leben. Wir haben 2 Continues in diesem Spiel. Danach sind wir komplett Game Over und dürfen das ganze Spiel nochmal von vorne anfangen. Aber allzu schwer ist es eigentlich nicht. Man kann natürlich versuchen, hier sämtliche Abkürzungen zu versuchen, wieder und durch den Stachel, aber das empfehle ich euch nicht. So, genug von diesem Spiel. So, jetzt zu den eigentlichen Sachen. Und wie gesagt, nächstes Wochenende geht es dann mit Tales of Destiny weiter. Und dann werde ich mal gucken, wie ich da weiter vorankomme. Die DJ-Cars Challenge hatte ich eigentlich auch vorgehabt aufzunehmen, aber ja, das hat sich jetzt durch das alles auch ein bisschen nach hinten verschoben. Wollte ich eigentlich, wie gesagt, in diesem Monat starten, also im September, jetzt sind wir ja schon in Oktober. Deswegen wird das Ganze jetzt quasi im Oktober gestartet. Deswegen, ja, lasst euch überraschen, was mit DJ-Cars Challenge dann, ja, kommen wird. Das war ja auch ziemlich interessant. Wir können auch den schweren oben Weg nehmen, aber ich nehme den einfach den unteren. Gibt, glaube ich, auch Punkte. Ich habe jetzt nicht drauf geachtet. So, ja. Deswegen muss ich gucken, dass ich das entsprechend dann die Tage auch noch aufnehme. Zumindest das entsprechende Infovideo und so weiter und so fort. Dass ich euch quasi darüber... Habe ich ein Leben verloren? Stimmt, ja. wissen das, was ich damit geplant habe. Ich habe darüber jetzt, glaube ich, noch nicht große Infos preisgegeben. Ja, quasi wie Nintendo mit NX, aber das ist ein anderes Ding. Wie dem auch sei. Ja, mal gucken, wie ich das alles dann demnach wieder hinkriege. Und ich gucke mal, ob ich wirklich noch ein zweites Parallelprojekt neben Tales of Destiny hinkriege. Ich weiß allerdings noch nicht genau, was ich da machen möchte. Da muss ich erstmal schauen, worauf ich mehr Lust habe. Jetzt kriege ich das hier nicht hin. Okay, versuch was. Geronimo. Scheiße. Okay. So viel dazu. Ja, ich muss wieder reinkommen. Das ist schon sehr, sehr lange her, dass ich dieses Spiel überhaupt das letzte Mal gespielt habe. Aber ich hatte jetzt gerade während dieses Infovideos Lust, das Spiel zu spielen.
Deswegen machen wir es jetzt einfach mal und gucken mal, wie gut ich hier durchkomme mit dem Leben. Und wir leben jetzt. Ich habe ja gesagt, alle 6 Level kriegen wir ein Leben. Deswegen, immer her damit. So, einfach durch. So, das wird lustig. Nein, was? Das hat bestimmt nicht mein Pixel ansatzweise berührt. Scheiße. Immer diese knappen Sachen hier. So. Gut, ich sollte vorsichtiger sein jetzt, weil jetzt der Rhythmus daraus ist. Gibt es sonst noch irgendwas, was ich sagen wollte? Genau, so, Moment. Jetzt schaffen wir's. So, genau. Ja, spätestens kann ich euch auf jeden Fall sagen, welche November auf jeden Fall sehr gut zum Aufnehmen kommt, weil ich dann entsprechend auch Urlaub habe. 2 Wochen zwar entsprechend gesplittet, ah ja, das war auch ziemlich lustig. So, dass ich in 1. November, also in der 1. Novemberwoche Urlaub habe und in der letzten. Ich weiß, es ist ein bisschen dumm gemacht von mir, aber wollte ich halt so haben. Einfach, dass es ein bisschen aufgeteilter ist. Und dann werde ich auf jeden Fall zum Video aufnehmen kommen. Hier kann man übrigens abkürzen, den Fernseher können wir auch ausboosten. Ist allerdings sehr schwierig. Ich weiß nicht, ob ich so mal versuchen soll. Einfach mal zu demonstrieren, dass man es auf jeden Fall schaffen kann. Und wie gesagt, sehr schwierig, weil die Seifenblase muss ich jetzt, oh Gott. Genau platzieren. Dann den richtigen Moment abwarten. Okay, so ist es, glaube ich, richtig platziert. Und jetzt. Nee, okay. Das ist auf jeden Fall machbar. Ich habe es damals auf jeden Fall geschafft. Aber wie gesagt, ich will es den normalen Weg mal machen. Einfach um euch hier alle Level zu zeigen. Es dauert zwar ein bisschen. Aber es ist halt normal bei diesen Spielen. Und dafür gibt es wenigstens auch genug Leben. Weil wenn ich jetzt, glaube ich, sämtliche Level überspringe, ich weiß gar nicht mehr, in welches Level ich genau da dann lande, wenn ich da oben die Abkürzung nehme. Aber dann überspringen wir auf jeden Fall reichlich. Scheiße. Okay. Was ich auf jeden Fall auch noch machen muss, ist ja sämtliche Let's Play Videos jetzt nachholen, die ich mir noch nicht angesehen habe. Das heißt Eagle 26, Alpha Saphir Let's Play und Trash Sonic the Hedgehog Master System Let's Play muss ich mir noch zu Ende anschauen. Seid gegrüßt ihr beiden, sorry, dass ich es noch nicht zu Ende gesehen habe. Wollt ihr eigentlich noch machen? Oh, scheiße. Das war blöd. Okay, gleich habe ich die Leben verbraten. Wenn ich so weitermache, auf jeden Fall. 2 Level müsste ich noch überstehen, dann kriege ich ja erst wieder ein Leben. So, perfekt. Nur noch ein Level, dann haben wir wieder ein Leben. Dann muss ich mir noch nicht die Punkte abgeben. Scheiße. Okay, jetzt mache ich es ein bisschen vorsichtiger. Okay, das hier wird jetzt scheiße mit diesem Block. So, perfekt. Jetzt nur noch heile nach oben kommen. Nein, ich... Okay. Yay, Game Over. Meine Punkte sind wieder auf 0. Toll. Kein Highscore, wie ich es eigentlich schaffen wollte. Ach, scheiße. Naja. Was soll's. Wir haben es zumindest versucht. Aber ich glaube, trotzdem kriege ich jetzt kein Leben. Doch, kriege ich. Okay. Was? Okay. Moment. Die Laterne hier kann ich nichts ausmachen. Hier steht Halfway. Wir haben also wohl die Hälfte geschafft. Dann sind es nur 36 Level. Okay. Echt, war das nur so wenig? Ich dachte, es wären 40. Okay. Man kann sich auch ein bisschen irren. Es ist, wie gesagt, auch schon länger her. Aber trotzdem, ich mag dieses Spiel irgendwie. Es ist ziemlich simpel, es macht Bock und hier ist es auch ziemlich raffiniert. Einfach mal das pusten, damit hier der Weg freigemacht wird, sonst kommt man hier einfach nicht durch. Es ist eigentlich wirklich sehr simpel. Man kann auch sehr leicht auf diese Sachen kommen. Ohne Anleitung sogar. Ja, bitte bedenken, ich habe dieses Spiel ja, dadurch, dass es auf 128 in 1 Minute war und es dort, soweit ich weiß, keine Anleitung gab, alleine herausfinden müssen. Hat zwar teilweise ein bisschen gedauert, weil da war ich noch etwas jünger und das alles. Und konnte noch nicht so weit schalten und das alles, aber mit der Zeit habe ich das auch alles rausgefunden. Aber da könnt ihr mal sehen, dass selbst solche Spiele Spaß machen können. Und das jedermann. Garantiere ich euch. Das würde euch sicher auch Spaß machen. Und wenn ich hier die eine Abkürzung da unten mit den Stacheln genommen hätte, wäre ich hier rausgekommen. Kann ich euch sogar einmal zeigen. Könnt nämlich den Weg auch nochmal zurückgehen, wenn wir wollen. So, da wären wir. Aber wir gehen wieder zurück. Naja, dann hätten wir 7 Level übersprungen. Okay.
wäre nicht gerade wenig gewesen. So. Wunderbar. Okay. Wo bin ich? Oh ja. Dieser blöde Stachelraum. Oh, hier muss ich jetzt sehr geschickt durchkommen. Das war auch nicht schwer. Aber man muss halt hinkriegen, pixelgenau drum zu kommen. Das war aber wirklich haarscharf. Okay, nochmal im Fernseher. Hier ist ein Teddybär. Mit dem kann ich aber, glaube ich, nichts machen. Das ist eigentlich schade, dass so viele Objekte hier sind, mit denen man nichts machen kann. Die nicht mal anpusten oder so. Die einfach nur da sind. So, jetzt muss ich gucken, dass ich hier durchkomme. Yes! Und da gibt's wieder ein Leben. Wir kriegen das auf jeden Fall in diesem Video noch durch. Ich denke mal, das werde ich auch noch so durchziehen. Das noch durchkriegen. Ich denke mal, jetzt wirklich alles Wichtige habe ich gesagt. Videocast-Challenge wird, wie gesagt, dann bald auch gestartet. Werde ich ja sehen, wenn ein Video dazu hochkommt. Muss ja sowieso, wie gesagt, das Ganze noch kommen. Also, und, ja, das entsprechende Infovideo noch dazu aufnehmen. Entsprechende Bilder habe ich dafür schon bearbeitet, aber das Infovideo dazu aufnehmen habe ich da noch nicht geschafft. Ich nehme mal unten. Das ist viel einfacher. So, wir warten. Und dann kann das, wie gesagt, dann auch starten. Und dann bin ich mal gespannt, wie viele Leute überhaupt Interesse haben, daran teilzunehmen. Ich hoffe, dass es genug Leute sind. Das ist eigentlich eine nette Idee, die ich mir da ausgedacht habe. Oh nein. Oh, hier... Okay, hier werde ich einige Leben verbraten. Weil hier kann ich diese Ventilatoren nicht ausschalten und ich muss schnell reagieren. So, damit... Yes! Diese Seifenblase hier durchkommt. Wow. Im ersten Versuch. Das ist nicht leicht. Also das im ersten Versuch hinzukriegen, das ist... Boah, da habe ich sonst immer so viele Versuche verbraten, da richtig durchzukommen. Wow. Deswegen bin ich gerade überwältigt. Ja, und sämtliche Together, die eigentlich noch ausstehen, müsste ich auch noch machen. Aber wie gesagt, es wird erst in der Zeit kommen, wenn ich meinen neuen PC habe. Sprich, Donkey Kong Country 2 wird auch erst dann beendet. Nein, ich will nicht abkürzen. Paper Mario wird dann auch erst beendet. Mega Man Legends 2 müsst ihr euch, wie gesagt, auch noch gedulden, dass ich das weitermache. Deswegen, die Sachen sind, wie gesagt, erstmal noch pausiert. Deswegen muss ich mal gucken, wie ich das dann... Wow, okay, das ist scheiße. Ja, ich weiß, das war dumm. Deswegen will ich, wie gesagt, auch gucken, wenn ich entsprechend wieder weiter aufnehme, dass ich wirklich ein anderes Parallelprojekt mache. Ich bin sowieso am überlegen, ob ich etwas anderes versuche. Aber dafür würde ich dann auch nur noch ein separates Video raushauen. Weiß nicht, ob ich das wirklich machen soll oder an sich hätte ich Schluss zu. Aber... Ja, ich kann es euch ja mal sagen, was ich überlegt hatte. Nämlich hatte ich vor, euch entscheiden zu lassen, eventuell ein Resident Evil Let's Play hochzuladen. Dass ihr entscheiden dürft, welchen Teil ich machen soll. Ich muss euch dazu sagen, ich habe die ersten drei Teile noch nicht durchgespielt. Ich habe nur wenig Erinnerungen an den zweiten Teil, schon wieder die Punkte auf Null. Let's continue. Also wenn ich das nicht packe, bin ich Game Over. Wenn ich jetzt hier noch einen Versuch verbrate, nehme ich die Abkürzung, dann ist mir das scheißegal. Resident Evil vielleicht aufzunehmen. Wäre auch für euch vielleicht interessant, mich leiden zu sehen. Weil wie gesagt, ich habe noch keines der Resident Evil der ersten drei Teile durchgespielt. Deswegen wäre das vielleicht interessant zu machen. Muss ich aber gucken, ob ich das noch vor dem neuen PC mache oder erst danach. Ansonsten mache ich, wie gesagt, irgendwas anderes, was vielleicht auch interessant für euch sein dürfte. Ich komme da nicht durch. Scheiße. Aber so halt schon mal als Vorwegnahme, dass ich sowas auch in Überlegung hatte. Wollte ich eigentlich auch in meinem letzten Intro-Video schon erwähnt haben, aber habe das total vergessen. Weil ich mal wieder so schusselig bin wie eh und je manchmal, weil ich die wichtigste Sache dann immer wieder vergesse. Scheiße. Moment, jetzt muss ich mich hier erstmal konzentrieren, Leute. Ach, scheiße. Der Rhythmus dieser Zangen ist ein bisschen blöd. Jetzt aber. So, und die letzten. Okay, ist genau mittig. Dann kommen wir jetzt auf jeden Fall durch. Perfekt, ich habe es geschafft nach 3, 4 Lebensverlusten.
Mehr, glaube ich sogar. 5 sogar. Egal. Kann ich jetzt was mit den Hasen machen? Ich war mir sicher, ich könnte irgendwas mit den Hasen machen. Versteckt er sich komplett in den Hut, meine ich. Okay, geht wohl nicht. Nee. Mit den Schuhen kann ich auch nicht... Auch ich bin so blöd. Schuhe kann ich auch nichts machen. Oh Gott, das wird aber auch wieder mies. Merke ich gerade. Dann muss ich auch jetzt wieder schnell gucken, dass ich nach oben puste. So. Nein! Ach, warum bleibst du da stehen? Das wusste ich jetzt nicht mehr. Ich dachte, das geht wirklich auch wieder bis hinten durch. Wow, wow, wow. Yes. Das sind Geschicklichkeitsmeister. Okay, ich hoffe, die letzten 6 Level sind nicht mehr ganz so kompliziert. Ein Leben haben wir noch gekriegt. Okay. Ja doch, ein Level kann ich mich noch erinnern, das wird scheiße. Und das wird richtig stachelig, das kann ich euch jetzt schon sagen. So als Vorwegnahme. Weil ich das noch gut in Erinnerung habe. Scheiße, ich nehme doch nicht diesen kurzen Weg. Ich nehme doch den langen Weg. Scheiß auf Punkte. Ich habe sowieso nicht mehr so einen tollen Highscore. Von daher scheißen wir jetzt einfach mal drauf. Und fertig. Meine Güte. Ja, das hat jetzt ein bisschen Bonuspunktverlust gegeben. Aber kann ich einfach durch? Jetzt kann ich durch. Ich sollte lieber noch den Moment abwarten. Okay. Nein, das... Och, du Scheiße. Mann, wer hat sich diese starre Passage hier ausgedacht? Das ist zu wenig. So, jetzt aber. Das ist zu weit. Nein. Och, Scheiße. Okay, das könnte klappen. Das berührt die Starre da oben nicht. Also jetzt ist es richtig mies. Ich muss nur noch da unten dann durchkommen und... So, Moment, jetzt aber Konzentration. Und durch. So, jetzt wird's lustig. Jetzt muss ich nur noch einmal gucken, dass ich da oben durchkomme. Yes! Nein, was, warum? Ach, scheiße. Ich war durch. Ich war eigentlich durch. Das will ich jetzt nicht wahrhaben. Nein, 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 nein. Das sehe ich nicht. Vergesst es. So, jetzt das Ganze noch einmal. Ach man, komm noch ein bisschen runter. Scheiße. Diesen Geist geht nie die Puste aus. Also wieso? Haben Geister eh kein Lunge mehr. Ach man. Dann will ich schon ein diesen Level hier verkacken. Toll. Ich dachte, ich krieg's durch. Gut, Leute, ich habe zumindest versucht. Scheiße. Ach, leck mich doch. Na gut, Leute, egal. Wir haben es nicht geschafft. Verdammt. 5 Level wäre es noch gewesen. Ich kann auch hier meine Initialen eingeben. Ich hatte eigentlich gedacht, ich schaffe es. Weil allzu schwer ist es eigentlich nicht. Nur die letzten paar Level sind ein bisschen scheiße. Ihr könnt ja versuchen, wenn ihr das Spiel auch habt oder spielen wollt, auch versuchen, diesen Highscore zu knacken. Ist nicht schwer. Aber ärgerlich ist es, Mann. Ich hatte gedacht, ich schaff's. Na gut, ich habe in diesem Info-Video, denke ich mal, erstmal alles gesagt. Ich bin auf jeden Fall bald wieder da für euch. Mit Let's Plays. Und dann wird auf jeden Fall fleißig weitergezockt. Und ja, wenn auf jeden Fall in Tales of Destiny dann weiter, ja, zocken. Und die Story weiter erleben. Mal schauen, wie das noch laufen wird. Naja, ich muss sowieso erstmal gucken, wie ich da überhaupt noch weiterkomme. Na, wie dem auch sei. Lassen wir uns überraschen, was uns dort noch erwartet. Und mal gucken, wie gesagt, was für ein zweites Parallelprojekt ich dann noch machen werde, falls ich es hinkriege, ein entsprechendes schon dann mit unterzukriegen. Wie gesagt, wenn es noch nicht sofort kommt, spätestens wenn ich Urlaub habe, werde ich auf jeden Fall eins beimischen. Definitiv, das werde ich auf jeden Fall hinkriegen. Und mit DJ Cats Challenge wird die Tage dann entsprechend auch losgehen. So viel dazu, Leute. Deswegen würde ich sagen, wir sehen uns einfach mal dann bei meinen kommenden Let's Plays wieder. Bis dann, auf Wiedersehen, liebe Leute. Und ja, ich bin wieder da.